Du siehst dazu, läuft das auch nicht so leicht über die Lippen. Was denn? Ja, ich habe wieder Erlebnisse, hat es schon. Wieso? Und das ist mir der Schuh abgegangen. Kann ich ja nicht sagen. Ich war wieder sehr nah am Burnout. Ich war bald in Wiederholung. Ey, ich war mit einem Freund im Kiosk, ne? Dann stand man da so. Weil ich schon so eine Alte kenne, ne? So. Und dann machen wir so ein Gespräch und so, ne? Ja, hin und her, die hat dann was getrunken, hey, so Säckchen und so, jeder, ne? Ja, ihr Soffe und so, jeder, ne? Ja, und dann wollen wir so sprechen. Die wurde immer näher kommen, die so, ne? So immer so neu bei mir, so, ne? Ja, was geht immer so nah bei mir? Ich bin schon so ein bisschen auf der Sicke, ne? Ich wollte nicht so aufdringlich wirken, ne? Und dann ist sie immer so am Riefen mit ihrer Titten hier, also mit ihrer Brust, immer wegen dem Arm. Ich sag, was ist das? Dann wird sie mit der Arm gell machen oder was? Ja, und dann wollen wir so am Reden. Zum Juni-Schluss bin ich mit der nachher hing in der Küche gegangen, ne? Der hat da hing so eine Küche in dem Kiosk, ne? Ey, ich schwöre dir, Jung, du hast das schon nie erlebt. Ich habe nie auf der Spüle drauf gesetzt, mir am Arsch da, ne? Die Stunde höre ich auch gleich. Alles fertig, auseinander. Ey, Mann, bin ich da so, weißt du, mich in so einem In der Küche? In der Einbauküche, ja, die haben wir dann schön in die Weide, ne? Keine Ahnung. In der Einbauküche? In der Einbauküche, sonst jetzt Schönes. Ich meine, der Zaranfeld, die hätte ich im Zaranfeld gesetzt. Hätte ich so eine heiße Arschkreie. Auf jeden Fall, ja, mich gesagt, ey, so hat das schon nie Sinn, ja, die. Ich wusste nicht, dass eine Frau so wegfeuern kann. Wie? Wegfeuern? Ja, hier so. Wie? Pah! Was weiß ich denn? Ja, die so, so der Einbaut, kriege ich so, weißt du, so, die Beine so, ne? Ich bin ja komisch, denke ich, was geht dann? Boah, ich bin so weggegangen, so auf die Sieg. Ich bin so weggegangen, auf die Sieg. Die hat mich vor angeputzt. Volle Kanne, so. Ich hab da hier die Butze voll gehabt. Ich denk, boah, was ist das denn, du Dreckshaus? Was bist du dann da? Aber ich muss ehrlich, ich muss die Butze in die Reinigung bringen. Auf einmal, ich denke, was ist das? Die hat abgeschossen. Da, ich muss so abgucken, ich denke nicht, dass das ein Typ ist oder so. Dass der da, das ist so eine Spritze oder so ab für uns. Hör mal, die hat so abgesprochen, das hast du schon nie gesehen. So hier. Hast du noch nie erlebt, oder? Nee, aber richtig so ein Bohren, so. Bah! So richtig so. Wei. Ey, hör mal, der Boden war richtig voll. Hör mal, wenn ich schwamm mit den Füßen, so, das war wie so Kleber, wie Kleister. Wie so eine Kleber. Damit hättest du eine Pinsel nicht mehr können, so hätte ich hättest du mit tapezieren können. Wie Kleister gewesen, Tapetenkleister. Hör mal, da ist schon nie gesehen, so jetzt. Oh, nee, egal. Ich war voll der Schock für mich. Boah! Ja, und dann, was hast du dann gemacht? Ja, da war, ich wusste ja nicht, was ich sage, so. Da sieht sie da so. Oh, ich sag, was? Oh, das ist gut, was du jetzt machst, mit dem Boot versaut, sag ich. Was ist das denn hier? Ja, dann hast du das jetzt hier, lass, sag ich mich ein bisschen hier. Die sitzt vielleicht sitzt immer noch da. Ich weiß nicht, ob der Spüle, keine Ahnung. Ja, die Ding war da richtig, da fällt man nichts mehr anhören. Echt, da fliegt man Ei aus der Hose, wie ich das da mitkriege. Ja. Ey, also bei aller Liebe, Junge. Ja, ich bin froh, dass du so jeder läufst, Junge. Das sind Schocks in da. Das sind so Schocks für mich. Ich weiß ja nicht, wie ich das verarbeite. Vielleicht muss ich beim Therapeuten, Junge. Ich muss Therapie machen. Das ist doch nicht normal, so jetzt. Boah. Green Sally up, as Green Sally down. Last done start, gotta tell the crowd.